It's Tooltime. Bram. Ja, die meisten können es erkennen, was das hier ist. Und zwar ist das der LKW Mercedes L1113 Maßstab 1 zu 12, den ich ja schon in diversen Filmen, ich glaube irgendwas mit 30, 40 Dinger, die ich da wohl gemacht habe, von gefilmt habe. Und ja, die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich habe das ja immer so ein bisschen durch die Blume gesagt, was das hier auf sich hat mit den LKW. Und leider muss ich mitteilen, dass ich den LKW jetzt nicht mehr weiterbaue. Und zwar aus persönlichen Gründen. Ich habe das mit einem geliebten Mitmenschen zusammengebaut, der leider verstorben ist. Und ja, das war so ein Projekt, das wir beide gemacht haben. Und ja, das ist natürlich furchtbar schade. Ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Und ja, was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Wenn jemand Interesse dran hat von meinen Zuschauern, wer auch immer, oder jemand weiß, der das gerne vielleicht weiterbauen möchte. Und zwar kann man das ja, ihr kennt das ja von meinen Filmchen, wie das aussieht. Ich brauche das jetzt ja gar nicht präsentieren. Der Motor ist provisorisch drin. Das habe ich nur gemacht, dass der nicht in der Ecke rumfliegt. Und ja, dann gibt es natürlich hier das Schöne zum Aufstellen auch dabei, dass er nicht vom Tisch rollt und später kann man das in Regal machen. Das ist hier mit Gummi. Und was natürlich auch dabei kommt, ich habe das mal, mal gucken, ob ihr das sehen könnt, die Ausgabe Nummer 1 ist das hier. Da habe ich mal eine Reserve gekauft, also weil das ja gerade hier die Lampen vorne sind. Das gibt es natürlich dabei. Original, alles schön, komplett. Die ersten Ausgaben, die waren ja für 1,99. Und da gab es, glaube ich, nur zwei Ausgaben, die so viel kosteten. Dann ging das mit 6 Euro und später mit 12 Euro los. Aber das wisst ihr wahrscheinlich alle selber. Dann bedingt, ja, kann man sagen, dass man nicht weiter basteln konnte. Die näheren Umstände brauche ich nicht zu erörtern. Ist hier Heft 41. Da ist auch noch die Farbe dabei, die ganz wichtig ist und auch flüssig, wie man sieht. Noch nicht gebasteltes Heft. Das nächste Heft 42, auch wieder mit schwarzer Farbe. Die blaue Farbe, die haben wir ja schon bekommen. Und das haben wir auch hier in Heiner Berserker zu verdanken. Der ruft da immer schön an und sagt Bescheid, wenn was nicht funktioniert oder nicht richtig ist. Und das finde ich richtig klasse. Das sind die Menschen, die wir brauchen, die Vorreiter, die uns den Weg bahnen, dass wir keine Schwierigkeiten haben bei solchen Sachen zum Basteln. Ne? Wenn sich keiner da melden würde, dann würde auch nichts passieren. Ne? Und deswegen ein Tooltime-Gruß nochmal an Berserker. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, jetzt fängt das an mit der Elektronik. Interessant, das soll ja angeblich Blinker haben und ich glaube eine Hupe, Geräusche machen. Und das letzte Heft habe ich dann nochmal geholt. Da ist der Schalter dran schon mal. Und ja, wenn ich es nicht irgendwie loswerde, das Auto, dann werde ich den Schalter nehmen, den werde ich mir vergolden lassen. Da kommt da bei mir ein Losi rein. Ja, das wäre mal das. Das nächste, ein Marathon. Bastelhefte, da fehlen leider Gottes welche, die sind leider bei den Zeitungspapieren da, wie soll ich sagen, dazwischen geraten und leider entsorgt worden. Die habe ich nicht wiedergefunden. Das sind ein paar Hefte, die da fehlen, 6, 7 Stück oder so. Da ist aber nichts weiter wichtig. Ich finde, der Wagen ist wichtiger als die Hefte, die guckt man sich dann sowieso nicht mehr an. Und wen soll man das zeigen? Seine Oma oder so? Keine Ahnung. Die kann man sich aber auch nachbestellen mit Sicherheit, auch wenn mal irgendwo ein Heft fehlt. Ich mache den Aufruf deswegen heute, weil heute das letzte Heft geholt habe. Wenn einer einen Kiosk in der Nähe hat und das weiterbasteln will, kann er dann ab nächste Woche mal dann den Kioskbesitzer sagen, er möchte da weiterbasteln. Der bestellt die Hefte und dann könnt ihr nahtlos weiterschrauben und basteln, wie er möchtet. Und wenn er, falls er dann noch doch noch eine Woche auslassen würde, weil ich muss das noch schicken oder so, keine Ahnung, wenn sich was verspätet, dann kann man das eine Heft mit Sicherheit auch noch nachbestellen. Und ja, was soll ich da noch zu sagen? Dumm gelaufen kann man da wohl nicht sagen. Das ist halt so, das liegt nicht in einer Macht. Ach so, dann gibt es hier noch einen riesen Fundus von Schraubengedöns. Und ach, da ist ja meine Pinzette, die habe ich schon gesucht.
Und ja, da ist auch die blaue Farbe. Und naja, auf jeden Fall kann man dann, ja, die Schrauben, die sind dann irgendwie über. Das gebe ich noch dabei. Die Schere weiß ich nicht, das braucht man nicht. Den Schraubenzieher auf jeden Fall. Und ja, was soll man dazu sagen? Ist zwar schade um das Modell, aber ich bin jetzt hier ein Modellfahrer, der Funktionsmodelle hat, also die man auch richtig fernsteuern kann. Und mir jetzt sowas einfach nur dahinzustellen und immer an den Verstorbenen zu denken, das kann ich, glaube ich, nicht. Und ich werde den in Ehren halten. Ich habe ihn sehr gemocht und werde ihn sehr vermissen. Genug des Dingen. Und jetzt auf jeden Fall, wer meine Filmchen vermissen sollte, die ich dazu gemacht habe, habe ich für Ersatz geschaffen. Ihr schaltet einfach den Kanal um und schaltet hier hin. Das ist kein Spaß, das ist der Kanal, der YouTube-Kanal, der heißt so. Und der macht das richtig dofte. Und ja, der hat ist mit dem Filmen angefangen, aber hat schon ein riesengroßes Niveau. Und ist, also ich finde, du stapelst ein bisschen tief, du machst deine Filme mich richtig klasse. Ich finde das wirklich gut, wie du das machst. Und ebenbürtig sowieso. Und jeder auf seine Weise auch. Und da könnt ihr dann weitergucken. Da werdet ihr nichts vermissen von dem, was ihr auf meinem Kanal gesehen habt. Und da ist auch immer gut Witz dabei. Und wer gerne kochen möchte und gerne Musik hören tut, der ist auf dem Kanal auch gut aufgehoben. Also guckt da rein. So geht's weiter. Bei mir ist jetzt Ende Gelände. Ja, für die, die bei mir zugeguckt haben, nochmal jetzt schön Dankeschön dafür, für die Treue. Und ja. Dann sehen wir uns demnächst bei ja, den anderen Filmchen dann wieder. Ne? So. Dann sage ich mal bis dann. Che va. Und wenn irgendwie jemand Interesse hat, ich habe bei meinem Kanalinfo steht meine E-Mail-Adresse, kann man mich anmelden und dann kann man alles weitere in die Wege leiten. So, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt sage ich bis später. Bis dann. Schöne Adventszeit.